Adi, Sach Chiang Mai. Bonjour, Alfred. Hallo aus dem wunderschönen Chiang Mai in Thailand. Mein Name ist Alfred. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Namaste. Herzlich willkommen. Endlich bin ich bereit für den Teil 3. Ayahuasca. Wer war ich? Wer bin ich? Warum bin ich hier? Wie immer habe ich, übrigens, die sind aus Myanmar, eine handgerollte Zigarre, Zigarillo. Es hat jetzt einen Monat gedauert für Teil 3. Wer ich war, wisst ihr bereits. Wer ich bin, erzähle ich im vierten Teil. Und meine direkten Ayahuasca-Erkenntnisse und Erfahrungen, Erlebnisse. Warum ich hier bin, wisst ihr auch vom Teil 2. Und heute würde ich gerne erzählen, wie es dazu kam, dass ich überhaupt eine Ayahuasca-Zeremonie, einen Ayahuasca-Retreat gemacht habe. Über Ayahuasca habe ich das eine oder öftere Mal mit meinem Freund Walter gesprochen, in St. Pölten noch, in meinem Heimatort. Ich vermisse ihn nicht. Apropos, diese wundervolle Kulisse, die kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Deswegen habe ich mich auch jetzt dazu bereit erklärt, den Teil 3 zu machen. Und im Laufe meiner Recherchen zu Melatonin, zur Zirbeldrüse, die Pineal Gland, tauchte immer wieder das Thema Ayahuasca auf. Auch Sadhguru berichtet davon, Dieter Broas, der Biophysiker, berichtet davon, Armin Riese erwähnt es, glaube ich auch, bin mir jetzt nicht sicher. Auf alle Fälle habe ich versucht, sorgfältig zu recherchieren. Gelungen ist es mir nicht, weil eigentlich niemand die direkten Erfahrungen teilt. Also wie es wirklich während der medizinischen Zeremonie war. Ich habe YouTube durchforstet, das Internet durchstöbert. Du kannst auf Wikipedia nachlesen, was Ayahuasca ist. Ayahuasca. Schwieriges Wort aus Peru. Auf alle Fälle in Chiang Mai angekommen, kam mir dieses Thema wieder in den Sinn, in meine Gedanken, durch meinen limitierten, konditionierten Verstand, dachte ich, ich weiß, was Ayahuasca ist. Ich wusste es nicht. Und mein erster Tag in Chiang Mai war in einem Luxushotel im Zimmer 503 um 25 Euro. Nicht pro Person, sondern pro Zimmer. In Thailand bezahlt man immer pro Zimmer. Je nachdem, wie viele Schlafmöglichkeiten es gibt in dem Zimmer, desto so viele Personen können auch darin schlafen. Also man zahlt nicht pro Person. Es war ein Luxushotel mit Marmorverkleidung, Marmorfußböden überall. In meinem Wohnzimmer war kurz vor dem Balkon eine Badewanne mit Artikol-Löwenfüßen. Also es war so herrlich, ich war 2 Nächte dort. Und im Zimmer 503. In Istanbul, bei der Zwischenlandung, habe ich den Javier kennengelernt.
Der Javier hat mir mein heutiges Zimmer vermittelt, während ich noch in diesem Luxushotelzimmer wohnte. Haben wir geschrieben und ich habe mir Gedanken gemacht, wo ich weiter bleiben möchte. Er hat mir dann den Ek empfohlen, den Besitzer von diesem Haus hier. Es gibt zwei Häuser. Ich habe mich am vorletzten Tag im Hotel, also am zweiten Tag, war mit dem Ek getroffen, er hat mir das sein neues Haus gezeigt, da ich ein Pflanzenfreund bin, wie ihr seht, wollte ich unbedingt einen Balkon mit Südseite oder Südwestseite und im neuen Haus war leider keines dieser Zimmer frei, die diesen Voraussetzungen entsprechen würden. So sind wir hinübergegangen. Das alte Haus, wo ich jetzt bin, und es beruhigt mich ein bisschen, das Rauchen. Bitte raucht es nicht, Rauchen kann euch töten. Hört auf zum Rauchen, es ist so unnötig. Ist ein bisschen sarkastisch. Und während wir hinüber spaziert sind, so in 3 Minuten Fußmarsch, haben wir uns über Musik unterhalten. Ich bin ja auch ehemaliger DJ, habe auch Musik produziert und so sind wir uns sehr nahe gekommen eigentlich. Und er hat mir das erste Zimmer gezeigt im 5. Stock mit der Zimmernummer 503. Und da ich auf solche kleine Zeichen höre und sowas bewusst wahrnehme, nicht mit meinem Verstand, sondern mit meinem inneren Ich, wusste ich sofort, das ist mein Zimmer mit Südwestseite, Balkon, Ausblick auf den Dolsutep. Also was Schöneres, jeden Tag in der Früh, habe ich selten erlebt. Auf alle Fälle hat mir dann der Ek sogar 500 Baht nachgelassen von 5500 Baht, weil er meinte, ich habe Musik in meinem Herzen. Danke, Ek. Und hier wohne ich. Ist wirklich herrlich. Und dieser Javier, von dem ich in Istanbul bei der Zwischenlandung kennengelernt habe, der wohnt natürlich auch in einem Haus hier, im neuen Haus vom Ek. Und eines Tages schickt er mir über Line Messenger Fotos. Er ist gerade in einer Zeremonie. Ayahuasca. Ich war natürlich ganz Feuer und Flamme, ich wollte unbedingt wissen, wo das ist, wie ich dorthin komme. Er hat es mir nicht verraten, ich habe keine Ahnung warum. Er war mit seiner Schwiegermutter dort und seiner Freundin. Er hat mir dann auch persönliche Dinge erzählt über die Schwiegermutter, und die ich besser nicht erwähne, aber egal. Ich will nicht abschweifen vom Thema. Heute bin ich froh, dass er mir nicht vermittelt hat, wo er war. Die Fotos und ein Video hat er mir geschickt. Wenn ihr euch vorstellen könnt, Voodoo, so ein Film mit Voodoo-Zauberern und Schamanen. Du kommst hinein in eine Hütte, da liegt ein Schweinekopf, kein Spaß, da lag ein Schweinekopf mit Obst rundherum, ein Huhn, ein gebratenes, überall, komisch auf alle Fälle. Ich denke, das hat nichts mit Ayahuasca zu tun, oder sagen wir wenig mit Ayahuasca.
Er hatte auch kein Erlebnis, so wie ich. Und irgendwie war ich traurig, böse, wütend, dass er mir nicht erklärt hat oder nichts vermittelt hat, wo das ist. Wie gesagt, heute bin ich froh darüber. Ich habe dann halb Chiang Mai gefragt, ob sie mich mit der Ayahuasca-Community connecten können. Ayahuasca ist nach wie vor auch in Thailand illegal, obwohl es in Brasilien als religiöse Therapie vom obersten Gerichtshof, genauso wie in Amerika vom obersten Gerichtshof akzeptiert wird, per Gesetz akzeptiert wird, kann man in Wikipedia nachlesen. Und keiner wollte oder konnte mir sagen, wo es Ayahuasca-Zeremonien gibt. Ich bin dann in Facebook auf Gaia's Heaven gestoßen, auch so eine Gruppe, hochspirituelle Leute, eine Chefin, jung, hübsch. Wir haben dann geschrieben, sie dachte, ich wollte eine Therapiestunde per Messenger, keine Ahnung. Ich habe sie dann gefragt, ob sie die Zeremonie machen, sagt sie ja. Dann habe ich ihr die Fotos geschickt, die mir Xavier gesendet hat, die natürlich nichts mit einer originalen Ayahuasca-Zeremonie zu tun haben. Und ich habe dann noch dazu geschrieben, das habe ich gestern erst nachgelesen, ich würde das gerne machen. Sie sagte ja, sie machen sowas. Aber nicht für jeden. Heute verstehe ich warum. Und ich sagte ihr dann auch im Messenger, ich möchte aber schon eine richtige Ayahuasca-Zeremonie mit einem echten Schamanen, der das leitet. Daraufhin war sie irgendwie beleidigt, keine Ahnung. Und sie hat gemeint, ja, dann such dir halt einen echten Schamanen, der Zeremonien macht. Wie gesagt, ich bin so froh, dass ich auch hier nicht sesshaft geworden bin für die Zeremonie. Und zur Erklärung, ihr könnt eine Ayahuasca-Zeremonie überall auf Copacan jederzeit ohne Fragen konsumieren. Auf Koh Lanta, auf Koh Tao, den ganzen Inseln in Thailand. Nur, ihr könnt Ayahuasca erleben als Tourist, wo man euch Geld abknöpft und ihr wahrscheinlich keine Selbsterkenntnis gewinnen werdet, keine medizinische Erfahrung gewinnen werdet. Oder ihr könnt Ayahuasca-Zeremonien erleben, original wie im Amazonasgebiet, in Peru, im Regenwald, wo der Schamane vor dir sitzt, dir das Rapé in die Nase bläst, den Schamanentabak. Nach einer halben Stunde bekommst du den ersten Becher Tee des Ayahuasca-Gebräus. Und ich habe das so erlebt, wäre ich nicht in Thailand, würde ich sagen, es ist eins zu eins, wie man es in YouTube sieht, in YouTube-Videos, im Amazonas, im Regenwald. Nach dieser Absage, nach dieser beleidigten Person von Gaia's Heaven, kommt mir auch irgendwie so vor, als wäre das so eine sektenähnliche Gruppierung gewesen. Alle mit weißer Kleidung, obwohl bei einer Ayahuasca-Zeremonie ist es angebracht, es weiß zu tragen, als Ausdruck der Reinheit und Unschuld. Ist halt meine persönliche, subjektive Meinung darüber. Und irgendwann, das ist natürlich
das Thema Ayahuasca ist natürlich dann in den Hintergrund getreten bei mir. Aber meistens dann, wenn man es am wenigsten erwartet, passieren Dinge, die dich weiterbringen im Leben. Und so war es auch bei mir. Ich war auf der Suche nach Klangschalen, genau. Und bin in ein Antiquitätengeschäft gegangen in der Leucro Road, in der Hauptvergnügungsstraße hier. Und der Besitzer hatte keine Klangschalen. Er hatte nur so antike oder halb nachgemachte, Vintage-ähnliche Buddha-Figuren, hinduistische Figuren. Und er sagte mir einfach nur, ja, da drüben gibt es Klangschalen. Irgendwann, weil ich dort immer zur Massage war, im Wild Orchid Massagestudio, Wilde Orchidee, Hallo Mei. Die Mei ist eine ganz eine süße, nette Masseurin dort. Nicht nur wegen ihr war ich dort, aber es ist wirklich, gerade in dieser Vergnügungsstraße muss man aufpassen, wo man massieren geht, wo man dann vielleicht am Ende nicht gefragt wird, ob man eine Happy End Massage möchte. Das ist nicht mein Weg, ich bin kein Sextourist hier, ich lebe hier. Und gleich neben diesem Massagestudio gibt es Teaser Art Craft. Und auch durch einen Zufall, genau da habe ich mir eine Touran gekauft, schräg gegenüber. Und plötzlich erblickte ich das Geschäft. Es war nämlich öfters geschlossen, deswegen ist es mir nicht aufgefallen. Hier wird alles mit Rollläden verschlossen, so wie Garagen, Torähnliche Rollläden. Und da sieht ein Geschäft nachher aus wie das andere, wenn es geschlossen ist. Und zur Zeit, oder nicht zur Zeit, weil seit heute eröffnet wieder alles in Chiang Mai, seit 1. September. Aber damals zur Zeit war sehr viel geschlossen und alles hat gleich ausgesehen durch diese Rollläden. Auf alle Fälle bin ich dann dort hineingegangen und habe den Chef kennengelernt. Er ist aus Nepal, ein Hinduist, ein sehr religiöser, spiritueller Mann. Und ich habe mir die Klangschalen angesehen. Er hat wunderbare hinduistische Bronzefiguren, goldene Figuren, antike, echt antike Figuren, Zubehör, Mantras, Schriftrollen, also alles, was dein Herz begehrt, wenn du Buddhist oder Hinduist bist, spirituell bist, Ganesha, Shiva, Indra, Brahma, die ganzen Götter gibt es dort. Nicht billig, ich muss sehr lange sparen, bis ich mir dort meine Wunschstatue kaufen kann. Und irgendwie ist mir eingefallen, Moment, den könnte ich ja fragen, ob es in Chiang Mai Ayahuasca-Zeremonien gibt, und habe ihm die Fotos gezeigt und das Video von Xavier. Und er hat gemeint, fällt mir gerade ein, dazwischen war ich noch am Doisotep, weil mir im Homong-Dorf ein guter Freund auch gesagt hat, im Tempel, am Doi Pui, ein kleiner Tempel, wilder Tempel, dass die dort auch Ayahuasca-Zeremonien veranstalten. Dort wurde ich auch nicht fündig, und im Geschäft von Nabin
kam ich wieder auf dieses Thema zu sprechen und zeigte ihm die Fotos, Videos. Und er sagt, ja, er kennt da Imploy, Maladhara, Resort, Yoga Retreat. Und ich habe natürlich sofort eine Freundschaftsanfrage gesendet. Er hat mir gezeigt, wer das ist. Ich habe ihr dann am selben Abend noch geschrieben, der Chefin, Ploy, hallo Ploy. Und sie hat sich dann erst nach mehrmaligen Nachfragen bei Nabin, den ich gebeten habe, ob er sie nicht anschreiben könnte, weil sie mir nicht zurückschreibt, ob sie mir antworten würde. Heute weiß ich auch, warum das so lange gedauert hat. Eben aus dem guten Grund, weil es nicht legal ist, obwohl jetzt die ganzen Pharmazie- und Drogengesetze ziemlich liberal werden in Thailand. Seit einigen Tagen, seit einer Woche, seit 25. genau eine Woche, ja, August, ist Kratom zum Beispiel legal. Man kann bis zu 1000 Pflanzen anbauen mit einer Lizenz. Für den Eigenbedarf, glaube ich, auch einige Pflanzen. Es ist über Lazada und Shopee erhältlich. Egal, Kratom kennt ihr vielleicht, so wie die Betelnuss, die Blätter werden zusammengerollt, in den Mund geschoben und gekaut. In kleinen Dosen wirkt es aufputschend, in höheren Dosen sedierend, schmerzstillend. Es ist ein Diabetes-Heilmittel, ein Heilmittel, ein Krebsheilmittel. Und es war bis zu dem Zeitpunkt vor einer Woche noch durch die Pharmaindustrie verboten in Thailand. Ist als Droge eingestuft worden. Aus dem einen Grund, weil es nicht legal ist oder sagen wir halblegal, wird das Thema sehr verdeckt gehalten hier. Ich bin dann in Kontakt getreten mit der Chefin von diesem Resort. Sie hat mir zufälligerweise, es gibt keine Zufälle, das sagt das Wort schon, sehen wir uns dieses Wort einmal an, Zufall, es fällt dir zu, was endlich fällig ist. Zufälligerweise waren es 2,5 Wochen vor dem nächsten Retreat, vor dem nächsten Rückzug, vor der nächsten Vollmondzeremonie. Und sie hat mir dann ganz genau erklärt, was ich zu tun habe. Mich körperlich und geistig reinigen, körperlich vegetarisch oder vegan ernähren. Seitdem bin ich Veganer. Ab und zu esse ich Fisch, zweimal im Monat. Sie hat mir erklärt, keine Drogen. Seitdem kiffe ich nicht mehr, auch heute nicht. Es sind jetzt Juni, Juli, August. 2,5 Monate nach der Vollmondzeremonie. Ich habe keinerlei Lust, Gelüste auf Alkohol oder Drogen. Weniger Kaffee, keinen Zucker, keine fermentierten Produkte vorher zu sich nehmen. Sich fernhalten von schlechten Neuigkeiten, Nachrichten. Ich sehe sowieso seit 6 Jahren keine Medien, außer YouTube und Facebook, und da kann ich mir aussuchen, was ich sehen möchte. Ich sitze nicht um 8:15 oder um 19:30 Uhr vor der Glotze und höre mir die Nachrichten an, die mein Bewusstsein durch meine Gedanken mit schlechter Energie und schlechten Neuigkeiten versorgen.
Wichtig war auch, 3 Tage vor der Zeremonie sich absolut fernzuhalten von störenden Ereignissen. Viel in der Natur verbringen, viel meditieren. Heute meditiere ich 2-mal am Tag. Sie hat mir erklärt, das kostet 19.000 Baht. Nicht wenig. Es waren dann insgesamt sogar ein bisschen mehr, weil ich einen Tag angehängt habe. 20.000 Baht. Also um die 500-600 Euro. Aber es war es wert. Das war eine kurze Geschichte, wie ich zu meiner Ayahuasca-Zeremonie kam, Vollmondzeremonie, 3 Tage. Der 4. Tag war eine San Pedro-Zeremonie, eine Party mit 30 Leuten. Und im nächsten Teil, und ich verspreche euch, er wird nicht so lange dauern wie dieser Teil. Von Teil 2 auf Teil 3 hat es über einen Monat gedauert. Im nächsten Teil lasse ich mir nicht zu lange Zeit, weil ich selbst brenne darauf, euch meine Erfahrungen mitzuteilen, meine Erlebnisse, meine Visionen und was sich alles geändert hat in meinem Leben. Das ist überhaupt noch viel interessanter. Heute zum Beispiel, kurz vorweg, kann ich euch sagen, nicht Ayahuasca hat mich geändert, ich selbst habe mich geändert. Ich selbst habe Dinge geändert in meinem Leben, die mein Umfeld verändert haben. Ich selbst habe Dinge verändert, um mich selbst zu erkennen. Ayahuasca war ein guter Ratgeber. Die Medizin hat mir gezeigt, was hinter den konditionierten Gedanken steckt, hinter unserem Bewusstsein steckt. Und mehr dazu im nächsten Teil. Und ich freue mich wirklich brennend darauf. In diesem Sinne, ich sage es immer wieder, macht es gut, macht es besser wie ich. Sawadee Kap, Kokumba Kap, Namaste.